Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sir Rushly und heute begrüße ich euch zu einem kleinen Waffenspiel auf Call of Duty Ghosts. Ja, wieder mal Ghosts, ich habe es schon lange nicht mehr gebracht. Und ja, das Spiel endet mit 18 zu 7. Ich gewinne diese Runde ganz knapp. Und ja, viel Spaß dabei. Ich wollte euch heute nur ein bisschen erzählen, so was es so gibt. So Titanfall zum Beispiel, über Titanfall ein bisschen was erzählen. Und ja, über diese neuen Mikrotransaktionen, die es halt so gibt. Mikro-DLCs, wie man sie so schön nennt. Bei Call of Duty Ghosts, was ich einen totalen Unsinn finde. Aber fangen wir gleich mal mit Titanfall an. Das werde ich natürlich auch spielen. Ich werde auch Gameplays davon hochladen. Finde ich ein ganz, ganz geiles Spiel, so wie es bisher aussieht. Ich hoffe, es bleibt auch so, wie es ausschaut. Es wirkt wirklich geil und wirkt auch so, als würde es sehr Spaß machen. Wurde ja also mitentwickelt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, einfach entwickelt von drei alten Activision-Hasen sozusagen, die sich da zusammengeschlossen haben. Eine geile Idee im Übrigen, sich so zusammenschließen, von Activision zu gehen und sich lieber ein bisschen zusammenschließen. Macht sicher mehr Sinn, als immer das Gleiche machen. Da es ja sowieso jetzt so ist, dass drei Entwicklerstudios Call of Duty jetzt entwickeln sollen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich hätte gerne eine Fortsetzung zu Black Ops 2 jetzt gehabt. In diesem Jahr wird es ja wahrscheinlich in dem Fall erst im nächsten Jahr oder so geben oder im übernächsten Jahr sogar, ich weiß es gar nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, Black Ops 2 gefällt mir immer noch mehr als Call of Duty Ghosts, das ist leider so. Ist natürlich nicht so toll an sich, aber ja, ist halt mein Geschmack und so. Und da gibt es ja noch das Neue, die Mikrotransaktionen, Scheiße, DLCs. Und ja, das macht mir wirklich Sorgen. Das macht mir Sorgen, denn ja, ich habe ein bisschen Angst, dass es bald so wird sein wie bei Handyspielen zum Beispiel, dass man dort eigentlich Free-to-Play gamen kann, aber dann Hunderte von Euros, von Franken, was auch immer, rein investieren muss, um schneller voranzukommen. Dass es vielleicht auch mal bei Spielen so sein wird, auf der Xbox oder so, das hoffe ich natürlich nicht. Wobei man ja gesehen hat, bei welchem Spiel war das, wie hieß das jetzt? Oh, das für Xbox One, so ein Open-Titel, so, ja, wie hieß der, keine Ahnung, hab's vergessen. Aber dort konnte man ja, dort ging das Spiel selber so langsam voran, dass man sich das den Vorteil kaufen konnte. Das will ich natürlich nicht und diese Mikrotransaktionen, finde ich, sind der erste Weg dorthin, was ich persönlich sehr, 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 sehr schade fände, wenn es dann plötzlich so sein würde, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, etwas zum Vorstellen wäre es halt so, dass man zum Beispiel, man kauft sich das Spiel gratis, man holt es sich gratis, dann kann man mit einer Pistole herumrennen, zwei, drei Schuss Munition haben und dann kann man sich entscheiden, will man das Spiel kaufen oder nicht. Finde ich ehrlich gesagt sehr scheiße, dann muss man immer Geld ausgeben, mehr als man eigentlich für das Spiel selber gezahlt hat. Was ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein sollte, finde ich. Aber ja, das ist ja nicht mein Problem. Ich hoffe, es wird nicht so sein. Ich finde diese Mini-Transaktion wirklich, wirklich unnötig. Und ja, damit ist eigentlich das Gameplay schon zu Ende. Ich wollte euch nur nochmal zeigen, ich bin noch da. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Rushly.